Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS17 aus dem schönen Kaukasus, hier am Ostersonntag. Ich sag erstmal allen Leuten, auch wenn es schon abends ist, frohe Ostern an dieser Stelle. Und wir wollen auch nicht lang schnacken, wir haben ein bisschen was zu tun. Erstmal wollen wir uns hier den Motor von dieser tollen, dicken Kiste angucken. Ich muss nicht sagen, woher das ist, oder? Nein, muss ich nicht sagen. Helfer J wird durch ein Objekt blockiert. Perfekt. Wo wir gerade dabei sind, ne, fahren sich die Helfer erstmal gegenseitig über den Haufen. Das ist natürlich jetzt ganz schlecht. Moment. Müssen da mal ganz kurz was umsetzen. Sekunde. Leute. Was ist denn hier los? Komm mal her, du gehst mal eben aus dem Weg hier. Was machst du da eigentlich? Wieso grubberst du das nicht vernünftig? Ja, ja, ganz... Olga! Ah, wirklich hier, ne? Ich glaube, wir müssen uns mal hier einen besseren Grubber zulegen. Mal das richtig hier, Ivan. So geht das nicht. Ja, der kleine Arion mag das Gebiet hier wohl nicht ganz so gut. Ja, vielleicht doch den größeren Traktor draufsetzen sollen. Aber der steht ja nun mal bereit zum Güllefahren. Das ist nämlich auch das, was wir heute machen werden. Mal kurz hier die dicke Kiste wieder wegbringen. Die brauchen wir nämlich nicht mehr. So, haben wir mal ganz kurz hier alles zumachen. Perfekt. Tür zu. Jupp, passt. So. Ja, wir wollen nämlich heute ein bisschen Gülle zubringen. Wir haben gestern hier schon das Pappelfeld, nachdem wir das fertig abgeerntet haben, haben wir da noch ein bisschen Gülle drauf gestreut. Und lassen das jetzt einmal untergrubbern, bevor wir da die neuen Pappeln drauf pflanzen. Dann haben wir die anderen beiden Felder. Wir haben ja das Feld 12, nee, 11 ist es. Haben wir gestern auch noch. Hatten wir ja gepflügt gehabt, da haben wir auch noch ein bisschen Gülle drauf gepackt. Beziehungsweise auf das Pappelfeld haben wir keine Gülle gepackt, da haben wir Dünge drauf gestreut. Und haben auf Feld 11 haben wir Gülle drauf gehauen. Und da steht jetzt alles an Feld 6 bereit. Da müssen wir uns jetzt hier beeilen, wir müssen eben den kleinen Harvester hier zurückbringen. Den brauchen wir nämlich nicht mehr. Und dann haben wir auf dem Hof nämlich schon den LKW mit dem Güllezubringer stehen. Da fällt mir gerade ein, da sollte auch noch jemand Milch verkaufen. Da fahren wir gerne mal eben vorbei. Ob der losgefahren ist oder ob er da noch steht. Weil eigentlich hatten wir da jemanden, der uns die Milch abholt. Mal gucken, wahrscheinlich ist er wieder irgendwo Kaffeepause machen auf dem Hof oder sowas. Ist doch gerade keine Frau da, da kann aber niemand Kaffee kochen. Olga ist am Arbeiten und nein, Frauen sollen nicht nur Kaffee kochen. Da aktuell da niemand auf dem Hof ist, wundert mich das schon ein bisschen. Naja, mal gucken. Schauen wir gleich mal. So, Rundumleuchten aus. Mal den hier mal. Ja, schönes Ding, ne? Hätte ich gerne auf dem Hof. Aber da können wir uns im Moment nicht leisten, so ein teures Ding hier. So. Mal eben hier unser PKW, den haben wir ja auch noch geparkt um die Ecke. Also das mit dem Curseplay, das werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen öfter mal machen. Ne? Oh, der Striegel ist da. Geil. Entschuldigt meine Euphorie. Ja, wir können unsere Wiese jetzt demnächst abstriegeln. Cool, gefällt mir. Ich wollte zuerst Walzen haben, aber ne, wenn wir mal einen großen Striegel haben. Das ist schon mal cool. Ach, können wir auch da... Wir haben das Auto nur ja hier beim Abholen von dem Harvester, haben wir das Auto hier natürlich geparkt. Irgendwie müssen wir ja hier hin und wieder zurückkommen, ne? So. Ah, wir hätten es auch hier... Ah, ne, hier steht ja einer. Oder? Ich wollte gerade sagen, da ist auch noch ein Parkplatz daneben, aber... Da war ja gar kein Parkplatz mehr daneben. Frei. So. Nu aber hier. Hü. Nochmal gucken wegen dem Milchverkauf.
Und Güllezubringer, ich weiß, ich könnte es auch fahren lassen, aber ich möchte noch ein bisschen was selber machen, ne? Naja, nicht alles hier. Alles vom Helfer machen lassen möchte ich auch nicht. Sagen wir es mal so. So ein bisschen was, so wie Gülle zubringen, ne? Und Gülle fahren, da möchte ich doch noch selber machen. Saat, ja, ich weiß, wir sehen jetzt auf das eine Feld, lasse ich gerade auch wieder aussehen. Liegt aber daran, weil wir einfach keine Zeit haben, ne? Wir müssen, das Strom muss da jetzt langsam aber sicher runter. Von dem anderen, von dem Feld hier, von Feld 13. Das wird auch wieder weiterkommen. Ich habe jetzt aktuell 3 Mann eingestellt. Olga, Ivan und Sergej, den Vater von Alex. Die sind hier am Arbeiten. Und wir müssen uns halt zusehen, dass wir jetzt mit dem Güllefeld da hinten vorankommen, weil das liegt schon so lange brach. Feld 7, das Sojabohnenfeld, ist auch erntereif. Da werde ich, denke ich mal, jetzt demnächst auch wieder die beiden draufsetzen. Dass ich wahrscheinlich auch Olga und Ivan fahren. Mal gucken. Aber erstmal müssen wir jetzt gucken, ob die Milch verkauft wird, bevor wir auf dem Hof anfangen, die Gülle zuzubringen. Wobei, macht das Sinn? Es macht überhaupt keinen Sinn, was ich hier mache. Warum fahre ich da mit dem Auto hin? Ich kann auch gleich den Güllezubringer mitnehmen. Alles andere macht keinen Sinn. So. Wenn wir das Auto mal hier bei den beiden parken. Hier steht es wenigstens nicht im Weg. So, zackig, flackig, da ist er. Ja, einen schönen Dreiachs Tatra davor. Ich muss nicht sagen, woher der ist, oder? Nein, muss ich nicht. Okay. Schön mit schwarzen Alufelgen. So, machen wir das ganze Spielchen hier mal. Huppala. Ist ja. Tür zu. Perfekt. So, hier auf dem Hof brauchen wir die Runde umleuchten noch nicht. Das wird jetzt unser neuer Güllezubringer. Wir haben den Ural haben wir natürlich behalten. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Wir werden da hinten da jetzt vorbeifahren quasi. Und während der hier Gülle belädt, da muss ich mal eben gucken. Ich hoffe mal, dass der Milchzubringer tatsächlich unterwegs ist. Ja, wir haben so viel Milch. Der kann locker noch zweimal fahren. Und ich hatte... Ne, er steht da hinten. Er parkt da schon wieder. Ah, er trinkt doch wieder Kaffee. Ich hatte ja gesagt gehabt, dass wir... sowas wie Milch und sowas, dass wir das alles automatisch abfahren lassen. Dann werden wir gerne mal gucken. Den scheißen wir gleich mal zusammen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich könnte es auch mit... Ich hätte es auch mit dem Traktor machen können, aber... Mein Gott, ich wollte auch mal ein bisschen größere... Perfekt. So, mal gucken, was da wieder Phase ist hier, ne? So geht das aber nicht. Was da los, Jung? Bring die Milch weg. Muss ich dich wieder anstellen hier, oder was? Hof zur Molkerei. Perfekt. Dich hätte ich gerne. Milch. So, Alex, dann auf. So, haben wir die Tiere hier? Kühe? So, zackig. Wie viel Milch haben wir denn noch? Ja, kann er knapp zweimal fahren. Knapp zweimal. Oh, da sehen wir es unten. Rein zufällig, wie er gerade die Milch belädt. Perfekt. So, bei dem hier schmeißen wir nochmal die Rundumleuchten an, da wir jetzt ja auf die Straße müssen. Leuchtet? Ja, blinkt perfekt. So, und hü. Ne, wir machen jetzt erstmal den Feldrandcontainer voll. Ich glaube, da passen anderthalb. Ne, passt da rein 50.000 Liter? Ich glaube, 50.000 Liter passt da rein. Na, wir fahren auf jeden Fall mit 2 hin. Zweimal und zur Not wartet halt der eine. Und das mit dem Grubber da an dem Arion, das muss ich nochmal gucken. Irgendwas stimmt mit dem Arion, glaube ich, nicht richtig. Lässt genau die Lücken aus wie der andere Traktor. Ich glaube, wir müssen da mal wieder was tauschen da. Machen wir mal wieder in die Werkstatt bringen, das Ding. Ja, hier läuft das auch. Perfekt. Ja, diese Strommasten, ne? Die haben gestern echt bei der... Ich habe auch übrigens festgestellt, woran das gestern lag. Dass die Helfer quasi...
hier am Feldrand teilweise stehen geblieben sind. Du musst also, oder ich habe jetzt festgestellt bei Curseplay, ich habe es nochmal ausprobiert, dass du tatsächlich quasi, wenn die jetzt links von dir stehen, dann fährst du quasi rechts rum, sodass die links mitziehen können. So habe ich das jetzt immer gemacht. So konnten sie immer schön mitziehen und das war gar nicht mal so verkehrt. Wieder was gelernt. Also sprich, dass die halt immer im Kreis mitfahren konnten. Was jetzt auch nicht so dramatisch ist. So bleiben sie wenigstens nicht an den Strommasten hängen. Ja, vielleicht habe ich bei Curseplay auch irgendeine Einstellung falsch gesetzt. Man weiß es nicht genau. Apropos, da gab es noch eine Frage in den Kommentaren bezüglich des GPS-Hubs. Moment. Und da hieß es wahrscheinlich, dass dieses Hub da drüber hängt, ne? Wie gesagt, ich habe es auch reingeschrieben. F1, dann geht das Ding weg. Dann sieht man quasi wieder das Hub. Blockieren die sich gerade schon wieder? Also das nur mal am Rande. So, wollen wir mal gucken, wie machen wir denn das jetzt am dümmsten? Ach, wir fahren einfach daneben. Das weiß ich natürlich nur nicht. Passt das? Ne, ist eigentlich falsche Seite, oder? Warte mal, wir müssen, glaube ich, auf die andere Seite daneben, oder? Jo, das wird jetzt aber ein bisschen beckeneng hier. Ja, ich bin auch... Naja, ich sag jetzt... ich sag jetzt nichts. Irgendwie hat den Traktor da schon ziemlich doof geparkt. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Ah, noch ein bisschen Platz. Moment, 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 Moment. Oh. Stellt euch mal vor, der Tatra wäre neu und wir hätten da jetzt schon Beulen reingefahren. Da geht ja gar nicht hier. Ich weiß, ich hätte auch mal eben ganz kurz den Traktor zur Seite fahren müssen. Ich glaube, ich muss den auch noch zur Seite fahren. Yep. Ach, Moment mal eben ganz kurz. Zack. So, und Helfer C, du gehst mir gerade ein bisschen... Wer von euch ist es denn, der mir da so ein bisschen auf dem Senkel gerade geht? Mal ganz kurz auf die Karte gucken. Sekunde. Was macht ihr denn hier schon wieder? Olga wieder, ne? Wieder Olga mit Ivan hier. Wieder am Knutschen, ne? Da sind wir zwei beide. So. Zack. Und das ganze Spielchen hier. Abfluch. So, wo waren wir stehen geblieben? Da waren wir stehen geblieben. Nu aber. Nu sollte das aber funktionieren. Helfer C kann gar nicht mehr blockiert werden. So. Nu sollte das mit der Gülle aber funktionieren. Hier, wir müssen da eigentlich ja nochmal fahren hier. Komm her, ja. Sind wir hier nicht? Wir sind doch richtig. Wollte eigentlich ungern noch näher ran. Wieso willst du denn da jetzt nicht reinfüllen? Hallo? So ein bisschen das Gefühl, dass er das hier gerade... Wieso mag er denn das nicht? Was ist da los? Wir drehen noch mal ganz kurz. Das ist doch der ganz normale Giants Standard Feldrand-Container. Irgendwas stimmt hier nicht.
Sehr verdächtig, sehr verdächtig. Aber es ist nicht der Standard Giants Auflieger. Gut, Lüd, wir machen das anders. Das wollte ich nicht, das wollte ich drücken. Oh, Milch ist übrigens verkauft worden. Können wir das auch wieder abschalten? Ja, perfekt, schalte es wieder an. Hier. Helfer C wird doch gar nicht mehr blockiert. Nee. Uhr durchdrehen. Ural? Wo ist der denn jetzt? Wo auch immer der jetzt gerade hang. So, wir werden jetzt auf jeden Fall die Gülle ausbringen. Und dann muss ich ja mal gucken, was das da ist mit dem Feldrandcontainer. Wahrscheinlich funktioniert einfach nur dieser Mod nicht. Ich muss auch gestehen, ich habe den noch nicht ausprobiert gehabt. Ist wieder mal mein Fehler. Hätte ich mal ausprobieren sollen vorher. Aber dafür funktioniert unser Güllefass umso besser. So, Helfer C da oben immer noch am Durchdrehen. Da müsste dann auch irgendwann mal kommen, von wegen Milchverkauf, für 32.000 Euro. Wenn denn der Helfer denn dann mal durch ist. So. Zack, zack, ohne Versetzung natürlich. Wir können noch Bacon weiter, so. Ja, so passt das. Ah, raus mit der Gülle hier, ne? Kann nämlich einer von den beiden, ich weiß gar nicht, ich denke mal, Olga wird zuerst fertig sein auf Feld 12 wahrscheinlich. Da Feld 11 müssen wir noch ein bisschen nachziehen. Und dann setzen wir Olga hier drauf. Beziehungsweise, ja doch, da kann sie hier grubbern und dann wollen wir da oben mal auf Feld 7 mal einen anderen Helfer noch einstellen. Der dann abernten kann. Da haben wir auch schon fast alles an Ernte eingefahren, ne? Mehr Ernte haben wir schon gar nicht mehr. Saubere Sache, würde ich sagen. Läuft bei uns. Na, da kommt der eine am Ernte. Jetzt ist gleich auch vorbei mit den Helferanzeigen da oben. Also ignoriert das einfach mal gekonnt. Für das Feld hier lohnt sich tatsächlich, oder würde sich schon ein größeres Güllefass lohnen, ne? Aber gut, man kann nicht alles haben. Liebe Lüd, wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Bleibt dem Kanal treu. Und dann macht euch einen schönen Ostersonntag. Also einen schönen Rest-Ostersonntag. Und einen schönen Ostermontag. Und dann sage ich, schönen Abend, schönen Nacht, schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Und sag, bis zum nächsten Mal.